Herzlich willkommen, Freunde, hier bei Super Mario Maker. Rango hat mir ein Level zugesendet. Was ich dazu erwähnen möchte, oder vielleicht sollte ich das auch hin und wieder in den Videos sagen, wenn ihr mir ein Level einschicken wollt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da habe ich das verlinkt, dieses Video, was ihr Anführungszeichen anklicken müsst, um mein Level einzusenden oder zu erfahren, wo ihr es einsenden könnt. Wir starten jetzt einfach mal glatt durch. Rango hat nämlich dies in einem Kommentar gepostet. Allgemein mache ich das natürlich nicht, aber. So, Stachi-Run. Das hat man schon im Titel gesehen. Ich würde mal sagen, das war Hole in One. Würde ich jetzt behaupten. Also es war ja nicht wirklich, ja, in Anführungszeichen schwer. Also auf jeden Fall, an sich kann man in diesem Level jein. Ich werde dem Level eine gelbe Wertung geben. Eine gelbe Wertung. Einfach aufgrund dessen, dass man sich den Stern halt verbauen könnte oder sowas. Ist es jetzt. Wie soll man sagen? Ich muss gerade das überlegen, wie ich das am besten in Worte fasse. An sich müsste ich ja sagen, gelb-grün oder grün, aber das Level hat außer diesem einen Sternenlauf quasi nicht wirklich was geboten. Verstehe mich da jetzt nicht falsch, aber es war ein Lauf und da war jetzt wirklich nichts Besonderes bei. Und halt der Punkt, wo man kann sich den Stern verspielen. Das ist halt nicht mein Hauptgrund, aber einer der Mitgründe, warum ich sage, ja, lassen wir das doch mal lieber variieren. Also variieren auf den, also auf die gelbe Wertung noch beziehen, weil es war einfach nichts in dem Level, außer wirklich ein Lauf. Und das sogar mit so wenig Hindernissen, dass ich das sogar blind geschafft habe. Und deswegen. Gelbe Wertung, wenn du diesen Stachi-Run, ja, es ist ausführlicher gestaltest und es ein bisschen mehr wirken lässt, dann hätte ich kein Problem gehabt, damit dir eine Top-Wertung, eine grüne Wertung zu geben, grünes Licht. Aber es war einfach so wenig, so ni einfach nichts. Das war eine gerade Strecke und fertig. Mit ein, zwei Hügeln vielleicht, aber ich denke mal, man weiß, was ich versuchen will, damit auszudrücken. Gut, das war ein relativ schneller Lauf. Ich glaube sogar das schnellste Level überhaupt. Dafür hast du jetzt schon mal den Rekord. So. Ich muss jetzt hier gerade mir mal einen Überblick verschaffen. Du wirst der Nächste. Wenn ich den Level nicht schon gespielt habe. Ich muss mich jetzt gerade mal orientieren. Deswegen gebe es jetzt einfach mal ein. So. So, schauen wir mal, ob ich dieses Level schon gespielt habe. Ich glaube, ich habe eben gerade vergessen, das Level von ihm als Code darzulegen. Wäre gut möglich. So, Stiff Master 3000. Ich weiß nicht, ob ich das Level schon gespielt habe oder nicht. Sieht nicht danach aus. So, das klappen wir zumindest mal aus. Okay. Stiff Master. Oder? Stiff Master. Stift Master, ja. 3000. Dann legen wir doch mal glatt los. Okay. Ich hätte eigentlich durchlaufen können. Ich wollte es auf einem komplizierten Wege tun. So, hopp. Wow, 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 wow. Das ist echt heißer Draht hier. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, okay. Das wäre geschafft. Okay.
diese doofe Kugel. Okay. Das kann man doch in einem Lauf schaffen. Wartet mal, das würde ich jetzt versuchen. Den Anfang im einen Lauf zu schaffen. Das war natürlich sehr gut. Trotzdem, ich gebe mich noch nicht geschlagen. Na. Da scheinen aber ganz schön viele gestorben zu sein an dem ersten Feuerding. Nope. Ich versuche da zu springen und einen Shortjump, also Shortjump zu machen. Aber. Ja, das sieht doch mal ganz freundlich aus. Wow. Ja, so kann man es lassen. Hoppa. Da ist die Zielflagge. So, hopp. Wow. Okay. Wow, 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 mein Freund. Ah, verdammt. Wow, 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 wow. Nein! Ich habe jetzt gerade nicht mit diesem so hohen Absprung gerechnet in dem Moment. Puh, okay. So. Aber es sind richtig viele Projektile, da kommt man gerade so. Das ist wirklich gerade so die Obergrenze. Mit klar, aber auch nur, weil man sicher auf seinem Block, also sicher, einen sicheren Boden hat. Das ist der einzige Grund, warum ich sage hier, das ist noch irgendwo erträglich. Okay. Aber der Sound nervt. So. Okay, das wäre auch geschafft. Das nehme ich mit. War doch keine nur dumme Idee. Was willst du denn? Ah. Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so hochkomme. Okay, jetzt bin ich wieder traurig, dass es kein Middle Waypoint gibt. Wood. Wie soll ich mich da dann bitte verletzt haben? Naja, Hitbox ist Hitbox eben. Hoppa. So, okay. Das hätten wir wieder. So. Nebenbei, ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkomme immer. Ich habe keinen Plan oder sowas. Ich ist jetzt hier mehr Instinkt anstatt auf irgendwas anderes sich zu verlassen. Ja. Ich sollte mir doch einen Plan schmieden, habe ich das Gefühl. So. Okay, das geht schon mal. So. Den Power-Up würde ich gerne hier durch mitnehmen. Da ist nämlich dann in der nächsten Ebene sehr nützlich. So. Wow. Verdammt! Jetzt habe ich doch mein Power verloren. Na dann eben so. Lass mal hier warten.
Warum Trampolin? So. Gut. Okay. Ach so, das geht. Aha. Okay, hier muss ich scheinbar springen. Okay, das war mir fast schon zu knapp. Nein! Warum hältst du dich nicht fest, du doofer Mario? Oh Gott. Warum kann ich da nicht einen Middleway Point haben? Okay, das hätten wir. Zack. Nein! So. Mehr Glück als Verstand eben wieder. Schweiß. Oh, verkackt. Hey, ich hab den sogar getroffen. So stehe. Okay, dann passiert nichts. So, dann muss ich warten, bis der Koopa am tiefsten Punkt ist. Dann kann ich das so machen wie eben. Okay. What? What? Wo hat er mich gekillt? Ich war doch mit dem... Ey, ganz ehrlich, da würde ich gerne mal eine Slow-Mo von sehen. Ich wette, ich bin links an dem schon durch gewesen. Ich wette es. Ich würde auch die Wette gewinnen. 100 pro. Hoppla. So. Hoppa. Wäh. Ach, schon wieder. Dann eben nicht. Hoppala, nein! Sag jetzt nicht, ich hab den Pilz weg. Fuck. Fuck. Nein! Das war blöd von mir. Kommt es wieder? Okay, es kommt wieder. Sind das eben gerade nicht wiedergekommen? Und tschüss. Verdammt. Das war blöd. Und da ist ein Fragezeichen, Pilz. So. Okay, das hat geklappt wieder. Komm her. Komm schon, Plattform. So. Noch Gott. What? Also jetzt doch drauf auf das Ding. Okay, also zum Anfang. Den könnte man, denke ich mal, langsam wieder anfangen zu überspringen, so ungefähr. Weil es sieht beeindruckend aus oder eindrucksvoll aus, aber dieser Anfang ist noch einen kurzen Moment auch raus. Hoppa, hat schon eigentlich, hoppa, warten können. Verdammt.
So. Zack. Nein, was mache ich? Wow, Glück gehabt. So, so wollte ich eigentlich durch. Ich glaube, das wird nämlich die sicherste Methode. So, das nehme ich mit. Puh. Genau deswegen. Puh. Dankeschön. Oh, verdammt. Na doch, hat noch geklappt. Hat noch genügend Schwung. So. Das hier ist der ätzendste Part von allen. So. Opa. Okay. Ich muss es üben, das einzuschätzen, wie Mario springt. So. Kann ich den... Okay. Muss ich schon fragen. Kann ich den wegtackeln mit meinem Hintern? Du Scheiße. Okay, das trifft mich ja gar nicht. Hoppa. Ich hätte es eher gewusst, dass er... Hoppa. Dich mach ich mit meinem Hintern kaputt. Gucke mal. Haha. So. Was werde ich? Oh, ich dachte, er kommt gar nicht raus. Doch. Ich werde zu einem Goomba. Ehrlich? Hoppa. Fuck. Genau das habe ich mir gedacht. Die Koopas sind nämlich so eng aneinander gereiht, dass man ziemlich gut zielen muss. Also den Sprung bremsen muss. Man kann diesen Sprung da nicht in einem Haps nehmen, sondern man muss wirklich zielen. Ah Gott. What? Nein. Was? Jetzt habe ich diesen Luigi Mario Verschnitt. Nein! Ich hatte einen Sprung gedrückt. Ah, dieser Luigi Mario Verschnitt, den kann ich überhaupt nicht abhaben. Überhaupt nicht. Hatte ich schon mal irgendwo. Der ist so ekelhaft im Sprung. Zumindest zu dem, was man sich jetzt hier angewöhnt hat. So. Okay. Uhu. So. Ja. Passt, passt, passt. Okay. Dann eben wieder so klein. Schon mal drücken. Ach komm, match up. Ja, Gott. Zu wenig Schwung gehabt. Also es ist echt nur die Stelle? Und sonst eigentlich nichts, oder? Die mir Probleme macht. Hier vorne die Stelle macht mir keine Probleme so wirklich. Und halt das, was mir noch unbekannt ist. So, hoppa. Und selbst das macht mir nur noch selten Probleme. Hopp. So, jetzt brauche ich nur meinen Schwung hier. Huh. Hat geklappt. Ich hätte geheult, wenn der Bullet Bill da noch rausgekommen wäre jetzt. Puh. Okay, beim Kurzsprung ist es einfacher. Hoppa.
Hoppa. So. Hoppa. Na komm, komm runter, du Feuer. Wow. Na, was gibt's? Oh yeah, Fox. Warte mal. Ich will noch einmal Good Luck hören. Dankeschön, werde ich brauchen jetzt. Okay. Hoppa, hoppa, hoppa. Okay, die Clownkutsche. Mit Fox. Dim, 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 dim. Dim. Ach so, ich dachte, die machen mir Schaden. Dim. Dim, dim, ich mache gerade ganz andere Musik als das, was hier gefordert ist, scheinbar. Ich will Fox verlieren. Fox, we can do it. We can do it. Du kannst einen Airwing fliegen. Deswegen schaffst du das auch. Dun, 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 dun. Dun, wood, dum, dum. Dun, 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 dun. Oh yeah. Haha, good luck. Was jetzt? Achso. Unten. Oh. Den lass ich aber erstmal ein bisschen vorgehen. Ach so, das war eine Trap. Warte mal, wenn ich weit genug zurückgehe. Ich kill dich mit Feuer. Komm her. Du hast Fox getötet. Also musst du dich auch anständig töten. Yeah. Und Trollolol. Au. Okay, das war gut. Also muss ich sagen, ja, da hockt er sich in der Mario. An sich richtig nice eigentlich. Kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwo richtig unfair fies war. Deswegen auf jeden Fall Sternchen. Grüne Wertung, denke ich mal, ist da auch locker mit drin. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich kritisieren kann. Am Ende halt die Bowser-Trap. Ist so, naja. Aber trotzdem, Fox war drin. Fox war drin. Das ist ausschlaggebend genug, meine Freunde. Ich bin ein Fox-Fan. Star-Fox-Fan. Also, gibt's jetzt eine grüne Fox-Wertung. Grüne Fox-Wertung. So. Gibt's eine grüne Fox-Wertung. Scheint nämlich Fox. So. Okay. Dann gehen wir mal. Gehen wir mal. Was ist denn da für eine Abschlussrate? 2% gerade mal. Oh. Die Pole wurde gespielt. Von TG. Okay, Freunde. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Mario Maker. Wir haben jetzt Diff Master und Rango gemacht. Wenn ihr mir auch ein Level zusenden wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr alle nötigen Infos dazu. Also, bis zum nächsten Mal.